Herzlich willkommen zu Folge 2, wenn man so will, von dem Format, in dem nicht ich koche, sondern ein anderer Max und nicht irgendeiner, sondern Maximilian Lorenz. Ihr habt es gesehen, es hat euch sehr gut gefallen, mir genauso gut, deshalb sind wir heute wieder da. Wir kochen nicht mit 10 Euro pro Person, sondern mit 20. Und das ändert alles. Also wir haben wirklich einen großen Verfügungsrahmen, wenn man so will. Ja, und mit Max Lorenz als unserem Sternekoch an der Seite gucken wir jetzt mal, was man damit Leckeres zaubern kann. Du hast die Regie, wenn es ums Kochen geht. Schieß los. Also letztes Mal schon mit 10 Euro, finde ich, hat mega Spaß gemacht. Ja. Und hast du gesagt, komm, wir setzen einen drauf. Ja. Und auf einmal geht einem so das Herz auf, was man so an Ware kaufen kann. Ja, ich sag ganz kurz, was wir machen. Wir machen einmal ein bisschen Crispy Reis mit einem Avocado-Tatar mit Gurke und grüner Paprika. Dann machen wir ein klassisches Lachs-Tatar. Im Hauptgang machen wir ein Rinderfilet mit ein bisschen Ofengemüse und für mich der geilsten Soße und auch für Eric, Bernaise, selbst gemacht. Und zum Dessert versuche ich oder wir versuchen uns im Thema Backen. Ja. Wir machen nämlich einen Karotten-Mandelkuchen mit einer kleinen Creme und einen selbstgemachten Sorbet, was man, glaube ich, auch jederzeit jetzt so in der warmen Zeit gebrauchen kann. Wir werden es probieren. Genau, und das klingt alles normal, so wie man sich vorstellen kann, aber ich habe allein bei der Besprechung des Menüs schon so viele Tricks und Tipps entdeckt, auch mit dem Sorbet. Also lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Gib mir meine erste Aufgabe und ich werde es Du fängst an mit dem Karottenkuchen, du schälst die Karotten und dann quasi auf der groben Seite der Reibe runterlaufen lassen. Yep. Die Butter haben wir hier schon ein bisschen aufgeschlagen. Yep. Die werden wir quasi nachher in die Schüssel mit reinreiben. Warum schlägt man Butter auf? Was hat das für einen Sinn und Zweck? Dadurch, dass du die Butter aufschlägst, schlägst du Luft unter und quasi die Butter vervielseitigt sich von dem Volumen und du kannst Sachen einarbeiten. Also zum Beispiel so ein Klassiker ist jetzt gleich, kommt ein bisschen Mehl mit dazu. Es sähe nachher aus wie so eine geronnene Kräuterbutter. Okay, ja, das wollen wir nicht. Da ich gesagt habe, wenn wir schon Rinderfilet haben und in die Vollen greifen, machen wir obendrauf eine Dijon-Senf-Kruste. Wow. Du hast gesagt, du hast eine Affinität für französische Wörter. Also wir haben hier ein bisschen aufgeschlagene Butter drin. Dann den Senf geben wir mit bei. Dann ein bisschen Mir de pain, Paniermehl. Oha. Sag einfach ganz viele solcher Worte und es wird sich noch teurer anhören, als es sich sowieso anhören wird. Bisschen Salz rein. Die Kruste zum Gratinieren ist jetzt eigentlich auch schon fertig. Ganz simpel, easy und nice gemacht. Wir braten gleich das Filet auf deiner Plansche an, machen die Kruste oben drüber und schieben es dann bei Oberhitze im Backofen rein. Und so kann die Kruste knusprig werden. Das Fleisch zieht dadurch. Du hast natürlich nachher auch noch wieder noch so einen anderen Geschmacksträger mit drauf, was ich eigentlich mal recht schön finde. Ja. Weil ich glaube, Rind hat jeder gegessen. Und so kannst du das quasi geschmacklich variieren, wie du Lust hast. 20 Euro pro Person ist schon nicht wenig. Ich meine, das ist ein Festtagessen wahrscheinlich für viele. Dementsprechend muss man sagen, ja, das ist nicht ganz wenig Geld, anders als bei 10 Euro. Aber wir reden von 3 Gängen, die alle wirklich ein kulinarisches Niveau mit sich bringen. Und das ist dann wieder die Challenge. Und ich glaube halt nachher einfach, kann an der Hand abzählen, wann ich in letzter Zeit ein Rinderfilet gegessen habe und ich mache das beruflich. Ja, ich habe 1,5 Möhren gerieben, dann ist die Kruste für unser Rinderfilet fertig und so perfekte Würfel von einer grünen Paprika. Die Geschwindigkeit kommt mit der Zeit, ne? Ja, und perfekt ist ja auch sekundär. Also ich glaube, nachher geht es auch einfach darum, wir haben das Glück, dass wir uns gesucht und gefunden haben und eine schöne Zeit miteinander verbringen. Ja. Aber es geht ja auch beim Kochen um Spaß haben. Und dann kocht man einfach zusammen. Ich habe fertig gerieben, jetzt schon. Super. Du kannst es jetzt mal in deine Küchenmaschine geben. Und das ist eigentlich relativ chillig, dieses Rezept, weil du einfach alle Zutaten zusammentun kannst. Dann bräuchten wir noch ein bisschen Zucker und ein bisschen Mehl. Und das ist hier für mich, ich weiß nicht, kennst du Bittermandelaroma? Ich kenne es nicht, nee. Aber so Marzipan-mäßig oder wie ist das? Riech mal. Das, alter Schwede. Das riecht einfach so wie Amaretto. Ja. Machen da jetzt mal so 6-7 Tropfen rein. Das reicht vollkommen aus. Bist du denn ein Süßer? Ja, musst du sagen. Sagst du es? Mehl rein, Ei rein, Zucker rein. Fertig. Fertig. Können ja noch ein bisschen Zitronenabrieb reinmachen. Du hast ja eine Reibe hier. Ja, und Zitrone haben wir sowieso für später. Ne? Weil wir es eh fürs Tatar brauchen. Ja. Dann können wir quasi sagen, vom Nose to Tail bei der Pflanze. Einfach ein bisschen Abrieb rein, so wie du magst. Nicht daneben. Das ist alles klar. Anstellen das Ding. Genau. Sehen wir, wie alles zusammenkommt. Eigentlich wirklich überschaubare Zutaten. Ja. Einfach verrühren und dann haben wir unseren Rührkuchen. So sieht das Ganze aus und ich wünschte, es gäbe Geruchs-YouTube. Das riecht so stark nach Mandel, nach Karotte, einfach so süß, frisch. Und oft macht man ja irgendwie einen Kirschkuchen, Apfelkuchen etc. pp. Was kaum einer weiß, eine Karotte enthält so viel Zucker, dass man das getrost machen kann. Also ja, man kennt ja klassisch Rüblikuchen, aber wenn man sich da mal wirklich bewusst auseinandersetzt und einfach viel mehr Karotte nimmt und auch mal Nüsse weglässt, ist das nachher echt eine Zuckerbombe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich persönlich rundet ein Getränk ein Essen perfekt ab. Und viele der Dinge, die man trinken kann, die lecker sind, sind leider nicht wirklich gut für uns. Eigentlich ist vor allem Wasser gut für uns, wenn das jetzt nur noch nach etwas schmecken würde. Aber dafür gibt es jetzt eine Lösung. AirUp ist die neue Art zu trinken. Und AirUp soll nichts ersetzen. AirUp soll kein Bier sein, soll keine Cola sein, kann nicht. AirUp ist einfach Wasser mit mehr Geschmack. Und euch somit wieder Spaß geben oder
noch mehr Spaß daran geben, Wasser zu trinken. Aber wie funktioniert AirUp eigentlich? Auf die eigens konzipierte AirUp-Flasche setzt ihr euren Duftpot, den könnt ihr frei auswählen, und füllt Wasser hinein. Die Pots gibt es in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Eistee Pfirsich, Holunder und speziell zum Valentinstag Erdbeer Balsamico. Klingt ein bisschen verrückt, oder? Aber die Kombination ist ja bekanntlich gut. Sobald ihr den Duftpot dann hochzieht, aktiviert er sich und ihr könnt trinken. Dadurch, dass man an der Flasche trinkt, entsteht ein Sog, welcher nicht nur Wasser aus der Trinkflasche zieht, sondern auch Luft. Diese Luft wird quasi durch den Pott in eure Nase gezogen und sagt eurem Gehirn, ey, hier ist Geschmack. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Also man schmeckt wirklich etwas. Man denkt nicht oder riecht etwas, sondern man schmeckt wirklich im Mund irgendwie, keine Ahnung. Das Ganze nennt man übrigens retronasales Riechen. Auf diese Art und Weise hast du deine Wahrnehmung an der Nase herumgeführt und ich persönlich kann nur sagen, ich trinke, seitdem ich AirUp benutze, viel mehr Wasser, weil es ist irgendwie so keine Pflicht, sondern es macht Spaß. Ich finde auch die Flasche hier wunderschön. Special Edition, macht sich super hier in der Küche. Und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann checkt AirUp. Guckt einfach in der Beschreibung vorbei. Alles für euch verlinkt. Vielen lieben Dank fürs Unterstützen des Videos. Jetzt geht es weiter mit einem köstlichen Gericht. Wenn ihr keine Ofenform habt, könnt ihr auch einfach eine Pfanne nehmen oder einen kleinen Topf. Ich habe keine Ofenform. Das kommt jetzt bei 160 Grad für etwa 30 Minuten einfach in den Backofen. Kommen wir nun zur nächsten Step. Also wie gesagt, die Kruste haben wir fertig. Ich würde jetzt gerne die beiden Tatare machen von Lachs und Green Tatar. Mm. Was du machen könntest, Max, wäre das Ofengemüse schneiden. Tob dich aus bei dem, was wir haben und einfach nachher wieder ein bisschen mit Olivenöl, Rosmarin, Thymian marinieren. So, das Veggie Tatar haben wir quasi fertig. Das stellen wir jetzt beiseite und jetzt machen wir ein bisschen das Lachs Tatar. Ich habe das Veggie Tatar gerade schon probiert. Crazy. Den Lachs ziehen wir jetzt einfach kurz von der Haut. Ist halt leider mal ein bisschen Verlust dabei. Wenn wir den Lachs roh essen, finde ich es nicht so lecker, diesen Tran mit dran zu haben. Mm. Den entfernen wir einfach schnell. Ich habe jetzt den Lachs gewürfelt. Der Lachs wird ja quasi zum Tatar auswürfeln, wenn man ihn ein bisschen feiner durchhackt. Mach ein bisschen Zitronensaft dran, ein bisschen Dill, ein bisschen Koriander, ein bisschen Schmand. Nehmen wir auch noch einfach, um das zu emulgieren. Und was man halt auch machen kann, wenn man jetzt keinen frischen Lachs bekommt. Also ich glaube, in jedem Supermarkt-Discounter gibt es geräucherten Lachs. Ja, gerade für diejenigen, die vielleicht irgendwie Bedenken haben, das roh zu essen mit geräucherten, seid ihr auf der sicheren Seite. Ich mache hier drüben einfach das grob geschnittene Grillgemüse, verteile ich auf dem Blech. Das ist ja auch irgendwie das Schöne beim Ofengemüse. Jetzt hast du keine Zucchini, aber du hast noch drei Karotten übrig. Du kannst ja quasi alles drauf tun. Und vor allem, wenn die Kartoffeln nachher knusprig werden, dann denkst du noch so ein bisschen so, der hat so ein bisschen Pommes-Charakter. Ja. Und jetzt stell dir das einfach mal vor mit dem saftigen Rinderfilet oben drauf, die Kruste, oh, die so hinschmelzen ist und dazu diese wohlwollende, aufgeschlagene Sauce Bernays. Das klingt zu krass. Das klingt wirklich zu krass und ich habe sehr große Lust darauf. So, noch ein bisschen Knoblauch. Ich mache jetzt ein bisschen Zitronensaft rein und nicht wirklich viel. Ein bisschen Olivenöl, ganz leicht nur. Dann haben wir dann die mediterrane Note auch noch drin. Das fängt auch direkt an, durch das Öl noch so ein bisschen zu glänzen. Ne? Schon fast so leicht goldig. Das sieht, hat so schöne Farben irgendwie auch, ne? Ja. Gutes Lachs-Tatar, oder? Krass, ja. Und der Dill, und boah, das ist hart, das ist hart. Die Zeit vergeht wie im Flug, habe ich das Gefühl. Ganz kurz, was haben wir gemacht? Wir haben einen Kuchen, einen Großteil unseres Desserts, fertig. Grillgemüse, Großteil der Hauptspeise, fertig. Tatar, Großteil der Vorspeise, fertig. Das heißt, mit großen Schritten nähern wir uns jetzt dem Ziel. Ich forme jetzt so Crispy-Reis-Quadrate, brate die an von beiden Seiten, goldbraun. Ich mache noch eine schnelle Creme zum Dessert. Viele Leute kennen ja irgendwie so Mousse-Schokolade, so eine Himbeermousse und das ist mir alles viel zu kompliziert. Wir haben ja quasi einen Becher Schmand gekauft und davon brauchten wir ja nicht alles. Und da gibt es dann immer eine ganz, ganz tolle Sache. Einfach Schmand, ein bisschen Honig, Agavendicksaft, Ahornsirup, das, was ihr zu Hause habt. Okay. Ein bisschen Zimt rein. Für immer. Ist gut, ne? Das ist das schon wieder. Wir haben hier ein bisschen Sushi-Reis. Davon nehme ich einfach immer so klein wenig, stecke das in den Setzring, forme das aus, damit wir eine schöne, runde Form bekommen. Und den braten wir einfach von beiden Seiten an. Das ist alles. Währenddessen du da drüben formst, bereite ich die Sauce Bernays vor. Oh ja. Estragon kommt rein, es kommt Kerbel mit rein. Auch Petersilie, weil Petersilie habe ich jetzt einfach weggelassen, weil wir haben schon so viel Kräuter gekauft. Man sieht richtig hier meine Lernkurve am Anfang. Das fällt noch auseinander. Und am Ende haben wir schon mal so einen schönen, runden so einen Reiskuchen, wenn man will. Für die Sauce Bernays einfach die Kräuterstiele, die Kerbel und Estragon-Stiele einfach in den Weißwein geben, einmal aufkochen lassen, ausziehen lassen, bisschen weißen Pfeffer mit rein. Ja, und die große Kunst ist dann natürlich eine Jus, ne? Aber da sprechen wir von vielen, vielen Stunden Zeit bei einer guten Jus, eigentlich immer, oder? Das Ansetzen geht schnell in der Regel, aber danach wird es halt dann immer ein bisschen zäher, das warten lassen. Aber das kann man ja machen, wenn man sonntags mit dem Hund mal spazieren geht oder mit der Frau spazieren geht, ja, oder mit beiden. Ich hoffe, dass ich zumindest ein paar präsentable, ja, die sehen super aus, hinbekomme. Das war quasi mein Beitrag. Ich wollte unbedingt diesen Crispy-Reis drin haben. Ich habe erfahren, dass man den vorher auch einfrieren kann, quasi ausgestrichen auf einem Backblech, um ihn dann quasi perfekt anzubraten. So, weißt aber das du? Sieht doch schon mal gut aus. Ja. Für die Sauce Bernays nehmen wir jetzt ein bisschen Butter. Ein bisschen
Die Butter lassen wir einfach nur schmelzen und dann kommt nachher eigentlich die hohe Kunst, quasi das Aufschlagen. Dafür trennen wir zwei Eier. Im Eigelb sind Emulgatoren drin, du kennst es von der Mayonnaise. Nichts anderes quasi ist nur Hollandaise. Kurze Zeit später sieht euer Reis so aus. Und dann würde ich einfach sagen, finish ich das Ganze mal, oder? Ja. Aber wie lässt man Essen gut aussehen beim Anrichten? Witzig. Also ich finde es ganz schlimm, wenn jetzt hier mir sowas passiert, wo so ein bisschen Gurke daneben fällt, das regt mich wahnsinnig auf, weil ich mir einfach denke, so, das darf eigentlich nicht sein. Also was man auf jeden Fall sagen kann und muss, bin quasi Sous-Chef von einem Sternekoch. Das wird dem Moritz gar nicht gefallen. Sorry, Moritz. Wir haben auch einen dritten Teller da. Wir werden wahrscheinlich bei jedem Gericht, bei jedem Gang deutlich mehr als benötigt von unserem Einkauf mit 40 Euro haben. Abgesehen vom Rinderfilet reicht das locker nachher für 3 bis 4 Personen. Ja, guckt euch das bitte einfach mal in seiner Pracht an und dann gönnen wir uns. Sehen die nicht wunderschön aus? Und ganz ehrlich, das würde ich mit Kusshand nehmen in einem gehobenen Restaurant. Erstmal die Veggie-Version. Boah, geil. Und es macht so Sinn. Aber wie knusprig der Reis auch wirklich geworden ist. Frische vom Koriander, Cremigkeit von der Avocado kommt ganz gefährlich. Das schmeckt einfach fresh. Und zum Lachs, ich habe ihn schon probiert, ich sage dazu jetzt einfach mal nichts mehr. Das ist wirklich eine dicke Portion Lachs. Mama mia. Der schmilzt im Mund. Das ist wirklich so, dass man sagt, das muss irgendein Sushi-Grade, ultra-teurer Lachs sein. Aber einfach dadurch, wie wir ihn jetzt angemacht haben, ja, wie du ihn angemacht hast, ist der so zart, so weich. Es macht einfach jetzt Sinn. Ja, es macht absolut Sinn. Messlatte liegt hoch für den Hauptgang. Also, daran anzuknüpfen, wird nicht ganz leicht. Aber ich traue dir einiges zu. Weiter geht's. So, Max, ich habe den Kuchen rausgeholt. Der ist fertig. Der kühlt jetzt ein bisschen aus. Ja, ich glaube, ich muss das auch mal machen. Ganz schlecht. Kann ich nicht empfehlen. Wow. Ja, Ganz gut. Aber wir probieren ja gleich nochmal richtig, deshalb nicht alles verraten. Was machen wir als nächstes? So, ich heiz ein bisschen die Plansche vor und passiere gleich den Sud für die Bernis ab. Wenn gleich unsere Plansche vorgeheizt ist, kannst du das Rinderfilet anbraten. Okay. Jetzt gleich ein paar Tropfen Öl rein, richtig heiß anbraten. Okay. Ja. Es gibt ja auch diesen Mythos, salzt man ein Fleisch vor oder nach dem Garen. Davor, dann brennt das halt sich richtig schön rein und macht für mich halt absoluten Sinn. Wir haben jetzt hier quasi den Sud aus unserer Reduktion und jetzt fangen wir das halt an aufzuschlagen. Du musst halt schauen, dass das Ei bindet, aber nicht gerinnt. Das ist ein Unterschied von 2 Grad. Ja, ja. 80 Grad müssten wir haben, dass es passt. Also an diejenigen, die sich das nicht zutrauen, kauft einfach so, Sven. Jetzt sieht man hier sehr schön, dass so richtig anfängt, schaumig zu werden, wie das Ei bindet. Und es wird immer schaumiger. Und jetzt kommt der Punkt, wo es gleich stockt. Du müsstest die Butter bitte einmal reinlaufen lassen. Okay. Gehen wir die Kräuter mit rein. Ein bisschen Pfeffer gerne. Das ist so wie dieses Gruppenprojekt in der Schule, wo man einfach so seinen Namen drunter schreibt. So fühlt sich das hier heute an. Jetzt kommt immer die große Frage, wie kriegt man das perfekt aufs Fleisch? Manchmal ist es so einfach. Guck mal, wie sich das anschmiegt. Also dadurch, dass wir ja Paniermehl oder beziehungsweise Mirepoix beigegeben haben, und es wird oben knusprig und in der Mitte sollte es schön fluffy werden. Jetzt können wir einfach mal Backofen aufmachen und es quasi auf unser Ofengemüse drauflegen. Echt jetzt? Ja, klar. Oder möchtest du noch ein Blech mehr nachher spülen? Nö, aber siehst du? Machen wir. Und jetzt gehen wir auf komplette Oberhitze, die wir haben. Ja. Quasi wirklich auf Gratinieren stellen. Und in der Zwischenzeit, braucht es circa so 5-6 Minuten im Ofen, würde ich sagen, müssen wir jetzt ein bisschen warten. So, und jetzt sieht man sehr schön, wie die Kruste hier langsam gratiniert, wie die Butter Blasen schmeckt, wie oben anfängt, es zu karamellisieren. Das sieht so direkt aus wie so... Das könnte ihr Essen sein. Genau, so Inspiration. Ja. Und das sieht so aus. Einfach so Blech, alles schön, schöne Farben. Und wir haben es aber selbst gemacht. Komm. Und jetzt machen wir es sogar noch richtig tricky. Oh ja. Wunderschön aus. Ja. Wenn es jetzt noch schmecken würde, war, sage ich immer, was Gemüse nachher für eine Farbe auf dem Teller darstellen kann. Ja. Oh. Wunderschön. Super. Boah, das sieht traumhaft aus. Ich mache hier noch eine schnelle Insta-Story. Also sorry, aber auch wenn man das einfach mal so fotografiert. Und jetzt kommt der Clou. Da bin ich jetzt gespannt, wo du die platzierst. Jetzt sind wir wieder in der Sterneküche. Mama mia, Alter. Also das... Geisteskrank, ja. Also das spricht für sich. Wir müssen nichts über die Optik sagen. Es sieht wunderschön aus. Und jetzt probiere ich das. Ich bin die ganze Zeit schon gespannt, was macht diese Kruste von der Soße dazu? Wie der Koch sich's gedacht hat, ne? Boah, die Kruste
Frust ist ja so geil. Allein wegen der Kruste bräuchte man eigentlich keine Soße. Estragon ist das, was so signifikant schmeckt, ne? Wow. Und diese Anis-Kopfnoten, die du hast. Das Gemüse dazu ist genau, was es sein sollte. Eine Begleitung, was in alle Richtungen dich versorgt. So. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, man hat immer irgendwas Gemüse im Haus. Da haust du einfach drauf. Ne? Genau. Das Filet ist halt auch wirklich der Hauptcharakter. Ja. Eric, du brauchst es. Und das Geile ist, durch diese Senfkörner, durch diese groben, hast du manchmal so einen ganz kleinen Fliegenrahmen, so einen Knack. Was der Dill bei der Vorspeise gebracht hat, finde ich, bringt hier der Estragon. Und das ist so ein roter Faden, auch wenn man erstmal denkt, okay, so Crispy Rice und das. Aber geil, diese Panade, die so viel macht, finde ich auch, hast du halt gemacht, während ich 3 Möhren geschält habe. So. Also es geht schnell und das ist ein absolutes Highlight. Müsst ihr nachmachen. Ich glaube, alle Geschmacksknospen sind befriedigt. Ja. Aber es gibt da noch welche. Der süße Zahn. Der süße Zahn. Möchte auch versorgt werden. Ab zum Dessert. Ich kann nie warten. Bis alles fertig ist? Nee, ich warte auch nicht. Probier auch. Gut, ne? Und jetzt haben wir gesagt, wollten wir ja mal quasi ein Sorbet zeigen, was wirklich fix geht ohne Eismaschine. Wir haben einfach jetzt hier Theka, tiefgefrorene Himbeeren genommen. Also irgendwas Bäriges bietet sich immer an. Vielleicht auch noch eine Mango. Puderzucker. Bisschen. Ganz bisschen nur. Time for mixing. Um das einfach ein bisschen zu unterstützen, geben wir einfach ein bisschen warmes Wasser bei. Währenddessen wieder gerade so professionell mix, zerpflück ich ein bisschen unseren Kuchen. Ist ja gar nicht schlecht, wenn das so ein bisschen stückig ist auch, ne? Also einige wenige Stücke drin sind. Bisschen unsere Zimtschmandcreme. Einfach so ein bisschen Freestyle verteilen, eigentlich relativ smart. Alter. Darf ich es versuchen? Schon ganz oft versucht, um ehrlich zu sein. Das ist eine Bratannocke. Ein farbenfrohes Dessert. Schmeckt es so gut, wie es aussieht. Nehmt von allem etwas. Sehr lecker. Honignote kommt auch krass durch und so, ne? Crazy. Leute, Endstufe wieder heute. Es geht deutlich mehr mit 20 Euro pro Person als mit 10 Euro pro Person. Es ist spannend, sich vorzustellen, was noch möglich wäre. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Schaut bei Max vorbei, ist natürlich verlinkt. Danke, dass du wieder einiges gezeigt hast. Ne? Danke, dass ich hier sein darf. Und ich lasse mir schmecken.